So, der war einfach. Okay, die anderen sind da unten. Ja, das hatten wir vor. Das geht auch. Ach, das ist der nächste. Entschuldigung, das ist alles Notwehr. Opa. Kann er hier hochkommen? Rücke vor! Ich hat uns den erwischt. Hab dich. Muss ich denn nach dem Schiff da unten wieder durch? So, hier werden wir wahrscheinlich hier doch präsentiert, oder? Das ist die Kirche. Schießt denn da? So, und dann hier raus. Ich bin hier! Oh, gut, dass du es sagst. Das ist nicht mehr angekippt, dass wir uns mit so vielen Polizisten angelegt haben. Oh, da muss ich sammeln. Oh, sexy Beine. Wo geht's lang? Ach so, hochklettern. Kein Kontakt mit den Jungs auf dem Dach. Wir haben ihn verloren. Entkommen durch die Kirche. Hast du nicht gerade die Beerdigung? So tief wir auch fallen, im Tode können wir Erlösung finden. William, hier war ein Sünder, ja. Aber er war auch ein liebender Sohn. Ein beschützender Bruder, ein loyaler Freund. Und deshalb beten wir, dass seine Seele Erlösung findet. Und jetzt möchte einer von Billys engsten und teuersten Freunden ein paar Worte sprechen. Vielen Dank, Vater. Ach. Ich
wollte meinen Respekt erweisen. Billy, ich hab dir das nie gesagt, aber du warst wie ein Bruder. Du hast mir so auf den Arsch gerettet, weil es so übel aussah. Ich weiß nicht, wie ich... Was? Moment. Was machen Sie da? Das ist er. Der Kerl hat Billy umgelegt. Gleich die nächste Schießerei. Bitte, hör auf! Was hat Billy angerichtet? Sofort hierher! Hab ich ihn erwischt? Ich schon mal das andere. So. Tötet Johnny. Wo ist denn Johnny? Hat das hier oben? Da unten. Wieder unten. Selber brennen. Ja, hast du gut gemacht. Sein Vater war hier. Seine Mutter. So funktioniert diese Stadt. Das waren Kriminelle, Vater. Diebe. Vergewaltiger. Mörder. Gott hätte sie aufgenommen, hätten sie um Vergebung gebeten. Welcher dieser Männer hätte Erlösung durch Arbeit mit Bedürftigen gefunden? Welcher auch nur ein Leben gerettet? Keiner von uns, Vater. Hey, ich hab ihn gerade erschossen. Du Bastard. Wenn du Beichte ablegen willst, mach das besser schnell. Bitte kein Blutvergießen mehr. Tut mir leid, Vater. Verstehen Sie es als göttliche Vergeltung. Sind wir jetzt quitt? Klar. Fürs Erste. Für Ihre Mühen, Vater. Ich will dein Blutgeld nicht. Ihres wollten Sie. Macht für mich keinen großen Unterschied. Das sollte reichen, um die Einschusslöcher zu stopfen und Sie ruhig zu stellen.
Wenn die Cops kommen, sagen Sie denen, dass die Schützen einen Ostküstenakzent hatten. Nicht aus der Stadt. Ja? Ich werde nicht lügen. Ich werde gar nichts sagen. Gut. Wäre traurig, wenn wir zurückkommen müssten. Und wo zur Hölle warst du? Kaum war ich in der Kirche, haben sie mich erkannt. Sind mir gleich rausgefolgt. Wo sind sie jetzt? Gleicher Ort wie die ganzen... Ist da noch was? Hier ist irgendwie so ein Zeichen. Ah. Also das auf der Karte auch angezeigt. Gut, gut. Dann wollen wir doch mal. What? Kommt doch her, ihr Wichser! Umstellt die Kirche von allen Seiten. Lasst ihn nicht raus! In den Leichtwagen, los! Ist das dein Ernst? Okay, das lief heute nicht wie erwartet. Fahr einfach, oder wir fahren bald hinten mit. Ach so, gleich mal. Was auch immer im Puff passiert ist, die Cops sind sauer. Ja, Riesensauerei. Aber alles ist erledigt. Alles? Ja. Alles. Ich muss jetzt mal irgendwie loswerden, ne? Dafür, dass ihr mich mal anschiebt. Geben die bald auf? Ich glaube nicht. Die müssen alle Cops der Stadt gerufen haben. Straßensperre in Position. Was? Schütteln Sie ab! Ich versuch's! Los. Gott sei Dank. Heute werde ich aus dem Gedächtnis streichen. Wem sagst du das? Wir müssen zurück zur Bar und abtauchen. Für ein paar Wochen, so wie das gelaufen ist. Ah, der Priester hält die Schnauze, keine Sorge. Morello hat was abgekriegt und ihr müsst euch um Ghilottis Sohn keine Gedanken mehr machen. Dem Boss wird's gefallen. Ja, so ein paar Leichen gab es trotzdem, ne? Ich glaube nicht, dass sie das einfach so vergessen werden. Ich hätte gerade hier durch den Seitengang fahren können.
Aber Sully zeigt ja auch quasi mal die offizielle Straße an. Nein, Bahn. Okay, danke. Danke nochmal, Sam, für deine Hilfe. Ich dachte, meine Zeit wäre abgelaufen. Du hättest genau dasselbe für mich gemacht. Ich weiß. Aber wenn man so nah dran ist, draufzugehen, das ist schon was anderes. Das brauchst du mir nicht erzählen. Denk einfach nicht drüber nach. Das ist mein bester Rat an dich. Denk am besten über gar nichts nach. Und der Sender abgeschlossen. Okay, da war weiter. Intermezzo. Himmel, Herrgott, Tommy. Sie gestehen gerade eine Schießerei in einer Kirche. Und das war erst der Anfang. Sie wissen, dass ich sie sofort einbuchten lassen könnte, bis sie alt und grau sind. Vielleicht, wenn sie denken, dass sie damit durchkommen. Aber dann wüssten sie nichts über Morello. Hallo. Tut mir leid fürs Warten. Schichtwechsel. Was darf sein? Zweimal den Mittagstisch, bitte. Und mehr Kaffee. Wissen Sie was? Bringen Sie eine ganze Kanne. Okay, bis hierhin haben wir es geschafft. Gab es Probleme nach der Sache in der Kirche? Das ist das Seltsame. Es ist nichts passiert. Salieri muss jemanden geschmiert haben, denn es tauchte nicht mal in der Zeitung auf. Wir mussten nur 7-8 Monate warten. Die Cops waren ständig in der Bar. Sie hatten uns im Visier. Und Frank hörte, dass Morello bei der Wiederwahl von Ghilotti mithalf, damit der sich um den Don kümmert. Wir bekamen ein paar Geschäftsbücher aus Morellos Büro in die Finger. 1933 lief gut für ihn. Der Penner wusste vor uns, dass wir am Arsch waren. Während wir die Köpfe eingezogen hatten, widmete er sich unseren Geschäften. Erst ganz leise, ein paar Trucks verschwinden. Ein Spitzenverdiener hat zu viele Highballs, rast von der Brücke. Einer unserer Stammabnehmer schließt den Laden und zieht weg. Und euch ist nichts aufgefallen? Mir nicht. Pauli roch vielleicht Lunte. Aber sogar mit den Cops im Nacken und einem lauernden Morello machten wir noch genug Geld. Da sich der Don Sorgen wegen der Cops machte, hatten wir nicht viel zu tun. Außer trinken und Spaß haben. Und jedes Mal, wenn ich zu Salieri ging, war das Sarah. Es war ein gutes Jahr. Bis Frank... Coletti, der Consigliere des Don. Ja, genau der. Hat mir den Kopf gewaschen. Hat uns allen den Kopf gewaschen. Die Leute in der Stadt reden eine Menge über euch. Ja, es gab etwas Ärger letzte Nacht. Keine große Sache. Die Prügelei in der Bar ist mir egal. Aber wie sieht das aus, wenn du da reinkommst und allen einen ausgibst? Ach, Geld will ausgegeben werden. Dann geh am Sonntag wetten. Oder führ ein Mädchen aus. Oder leg es an, verdammt. Willst du, dass ich ein Börsenschnösel werde? Werd nicht dreist, Tommy. Ich will dir was beibringen, damit du dir nicht ins Knie schießt. Hattest du mal einen Hund? Klar. Einen kleinen Köter als Kind. Mit 8 oder 9, bevor ich aus Sizilien rüberkam, hatte ich diese schöne Cerneco dell'Etna. Wie ein kleiner Windhund. Schnellster Hund überhaupt. So traf ich den Don. Wir veranstalteten Rennen zusammen, setzten Münzen und Patronen auf sie. Kein Hund konnte ihr das Wasser reichen. Hat nie verloren. Nur ein einziges Mal. Haben nur ein Taschenmesser verloren, aber ich habe den Don noch nie so wütend gesehen. Ist sie alt geworden? Nein, trächtig. Sie war läufig, riss aus dem Garten aus. Und jeder Köter in der Stadt durfte ran. Du bist wie sie, Tommy. Jedes Mal, wenn du mit Geld protzt, bist du wie eine läufige Hündin und jeder in der Bar will es dir besorgen.
Und wenn das passiert, brauchen wir dich nicht mehr. Verstehst du das? War ziemlich deutlich. Gut. Denn du musst an deine Karriere denken. Schau, Pauli kommt nicht weiter. Er ist der Richtige für Raufereien, aber er ist zu dumm, um etwas zu leiten. Sam ist loyal, aber er hat keine Vision. Aber du, Tommy, du kannst diese Stadt mal haben. Na, ich weiß das zu schätzen, Frank. Und was war mit dem Hund? Der Don wollte sie ersäufen. Hab ihm die Nase gebrochen. Du kannst mich hier rauslassen. Grüß Sarah von mir, Tommy. War das nicht eine Lektion? Damals lief alles über Frank. Die Pläne, der Auftrag, das Geld. Der Anruf konnte jederzeit kommen. Ah, Tommy. Frank sagt, du sollst hinten in der Werkstatt warten. Du hast wohl Arbeit. Danke, Luigi. Sarah kocht gerade. Sie bringt Essen vorbei. Bei dem Regen? Ein gutes Mädchen. Wir sehen uns morgen, Luigi. Luigi. Luigi ist ein guter Mann, der ist nett. Klar. Damals hat der Boss mit Peppone gearbeitet. Ich wollte hier nochmal angucken. War ich aber ziemlich schnell draußen. Oh, was haben wir denn hier? Telegramm von den Kandidaten. Was? Von den Kanadiern. Erhalten. In 318 South Street, Lost Haven, 43211, 1. Februar, 9 Uhr. Besuch wie geplant bestätigt. Können es kaum erwarten. Deinen kanadischen Nachbarn. Okay. Steht unten ganz der gleiche Untertext. Ah, hier ist noch eine Notiz. Mitteilung von Frank. Luigi. Sarah hat diese Bücher an March ausgeliehen. Bitte gib sie mit unserem Dank zurück, Frank. Ja, dann die Bücher mal nicht vergessen. So, dann würde ich sagen, wir waren draußen zu Frank. Hey, Tommy, alles klar? Ja, nass, aber okay. Okay, bevor wir in den Regen gehen, danke ich euch fürs Zugucken. Vergesst nicht zu abonnieren, klickt auf die Glocke und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, ciao.